Das ist echt alles Quatsch. Reichweite ist ja auch immer wieder so ein Thema. Fängst du wieder an zu überlegen, wie so ein heroinabhängiger Junkie, das ist alles echt keine Alternative. Moin Moin, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg und dieses Video mache ich jetzt mal ganz speziell für alle, die der Meinung sind, Elektroauto fahren, das ist alles Quatsch, ich gehe lieber tanken. Tanken ist viel besser als laden, da bin ich nämlich in 3 Minuten fertig und muss mich um diesen ganzen Quatsch mit Ladestationen und Ladekarten und Lade-Apps und so weiter überhaupt nicht kümmern und außerdem habe ich sowieso eine riesen Reichweite in meinem Auto und was soll ich mich nur mit irgend so einem Elektroauto auseinandersetzen, das vielleicht so wie dieses hier, in dem ich hier gerade sitze, der etwa 8,5 Jahre alte Citroën C0 im Winter gerade mal so ungefähr 100 Kilometer weit fährt. Was soll ich damit? Jetzt mal Butter bei die Fische, mal ganz im Ernst. Also, das ist echt alles Quatsch. Tanken ist echt das Letzte. Seid doch mal ehrlich zu euch. Ganz im Ernst. Fangen wir mal an bei dem Thema, ihr müsst tanken gehen. Richtig. Wer einen Verbrenner fährt, der muss tanken fahren. Ihr müsst es machen. Also ihr könnt nicht irgendwie zu Hause sagen, so, ah ja, ich gehe mal zu Hause und steck mich mal entspannt an die Steckdose und lade mein Auto auf, sondern ihr müsst es in euren Tagesablauf, in euren Wochenablauf, was auch immer und wie auch immer euer Tagesrhythmus, Wochenrhythmus irgendwie ist, ihr müsst es einbauen, ihr müsst tanken gehen. Das ist genauso, stellt euch mal vor, ihr hättet kein fließend Wasser zu Hause. Das heißt, ihr müsst immer die ganze Zeit mitdenken, wann gehe ich wieder Wasser kaufen. Und so ist es beim Tanken auch. Ihr seid angelackmeiert und müsst tatsächlich euch Gedanken machen, wann und wo ihr tanken geht. Nervt euch das nicht? Das ist doch wirklich echt das Letzte. Jetzt müssen wir erstmal die Feuerwehr hier durchlassen. Dann werdet ihr mit den Preisen veralbert. Die Preise, die ändern sich an der Tankstelle ja jeden Tag teilweise gleich mehrfach. Wer von euch hat denn wirklich ernsthaft Spaß daran, die ganze Zeit ständig irgendwie zu checken, wann man tanken geht, um einen guten Preis zu kriegen? Und dann gibt es ja auch noch genug Leute, die der Meinung sind, ach, ich fahre dann mal eben zu einer 5 Kilometer entfernten Tankstelle, weil das da 1 Cent billiger ist. Was für ein Blödsinn. Ihr habt ja auf der Strecke mehr Geld verfahren, als ihr einsparen könnt. Ihr seid also mit euren Verbrennerfahrzeugen total abhängig von den Tankstellen. Ihr müsst es in euren Tagesablauf einbauen. Für einen Elektroautofahrer ist das überhaupt gar kein Thema. Fährst nach Hause, steckst daran, ist das Ding fertig. Tankstellen sind ja auch so ein Ding. Also das letzte Mal, als ich auf einer Tankstelle war, also es stinkt, es ist irgendwie eklig und dreckig meistens da. Dann gehe ich da in so einen Shop rein zum Bezahlen, dann das Erste, was ich in dem Shop sehe, ist Bier und Alkohol, der da irgendwie zu völlig überteuerten Preisen angeboten wird, Zigaretten, irgendwelche belegten Brötchen oder irgendwelche Bockwürste, die da rumliegen, zu völlig überteuerten Preisen. Wie kann man das auch nur ansatzweise irgendwie cool finden? Also tut mir leid, aber da ist, was stimmt denn da mit euch nicht, dass ihr sowas irgendwie toll findet? Kann ich also wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Muss mich da in die Schlange stellen mit irgendwelchen Leuten, die da, nee, also Leute, kommt nicht in Frage. Das ist kein Argument, um weiter mit dem Verbrenner zu fahren. Reichweite. Reichweite ist ja auch immer wieder so ein Thema. Da fahre ich jetzt gerade im Moment, wo ich hier mit so einem Auto unterwegs bin, was zugegeben keine besonders große Reichweite hat. Aber der Unterschied ist doch der. Ich habe jeden Tag die volle Reichweite zur Verfügung. Mit dem Verbrenner hast du die volle Reichweite doch auch nur in dem Augenblick zur Verfügung, wo du aufgehört hast zu tanken und dir der letzte Tropfen Benzin über den Lack gekleckert ist. Sobald du die ersten Kilometer gefahren bist, hast du auch wieder Reichweite verloren und irgendwann hast du vielleicht aus den 600 Kilometern, sind am nächsten Tag nur noch 500, sind am übernächsten Tag nur noch 400 Kilometer, nur noch 300 und spätestens bei 200 Kilometer fängst du wieder an zu überlegen, wie so ein heroinabhängiger Junkie, wo kriege ich das nächste Mal meinen Stoff her? Mein Auto ist halb leer. Oh, und im Elektroauto fährst nach Hause, steckst dich an deine Wallbox, lädst in Ruhe auf, hast keinen Stress, brauchst keinen zusätzlichen Aufwand für nichts, weder Zeit noch sonst irgendwas, lädst dein Auto auf und weißt, wunderbar, die nächsten 100 Kilometer kannst du wieder für 4 Euro fahren. So, what's the point? Kein Problem. Also ganz im Ernst, das ist alles echt
keine Alternative zu einem Elektroauto. Und wenn wir heute so viele Elektroautos hätten, wie wir heute Verbrennerfahrzeuge auf den Straßen hätten, und es würde einer ankommen und würde die Verbrennerfahrzeuge neu in den Markt bringen, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner sagen würde, hey, was ist das für eine großartige Idee, jeden vierten, fünften, sechsten Tag zu irgendeiner komischen Tankstelle fahren zu müssen, meinetwegen auch weniger oft, und da an solchen stinkenden Zapfsäulen sich aufhalten zu müssen, da seinen Rüssel reinhalten zu müssen und dann hinterher zu bezahlen. Das würde auch kein Mensch machen, weil jeder den Komfort einfach liebt, den er mit so einem Elektroauto hat. Egal, ob es ein super modernes Elektroauto ist oder ob es halt ein betagtes Auto ist, so wie dieses hier, was mir jeden Tag meine 100, 120 Kilometer Reichweite bietet. Und 100 Kilometer oder 120 Kilometer Reichweite, jetzt mal im Ernst, die meisten, die fahren doch gerade mal ihre 20, wenn es hochkommt, 25 oder 30 Kilometer am Tag. Seid doch mal ehrlich zu euch. Und 25 Kilometer am Tag würde heißen, ich müsste diesen Wagen hier ungefähr alle 3, vielleicht höchstens alle 4 Tage mal über Nacht an die Steckdose hängen. Was ist denn das für ein Problem? Ist überhaupt kein Problem. Oder ich fahre einfach nach Hause, hänge das Ding an die Wallbox. Das Ganze kostet mich vielleicht 4 Sekunden, den Deckel zu öffnen, den Ladestecker reinzustecken und dann ist es von alleine und ich muss mich um nichts weiter kümmern. Ich muss aber eben nicht immer irgendwie dahin, ne, und da irgendwie tanken fahren, was mich ja total nerven würde. Also ganz im Ernst, nee, Verbrennerfahrzeuge überzeugen mich nicht. Das ist mir alles irgendwie zu schmutzig, das ist mir zu eklig. Ich will da gar nicht hin auf so eine Tankstelle, ich weiß gar nicht, was ich da eigentlich soll. Ich habe es lieber so bequem wie mit dem fließend Wasser aus der Leitung. Ich drehe es auf und es ist da und ich muss nirgendwo dafür hinfahren. Und genau deswegen fahre ich jetzt nach Hause und wenn ich zu Hause angekommen bin, stecke ich diesen Wagen einfach an meine Wallbox, lade ihn einfach auf, völlig problemlos. Irgendwann ist er dann voll oder auch nicht, wenn ich die nächste Tour habe, spielt überhaupt keine Rolle, weil ich habe den vollen Komfort und ich hätte jetzt gar keine Zeit und gar keine Lust noch zu einer Tankstelle zu fahren. Ich wüsste gar nicht, wo die nächste eigentlich ist. In dem Sinne. Viel Spaß beim Elektroauto und kommt gar nicht mehr auf die Idee, euch einen Verbrenner zu kaufen. Bis zum nächsten Mal. Julian sagt ciao.